Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Sonic 2. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben an dieser Metropolis-Zone, hieß sie, glaube ich. Hoffe ich. Und es sieht sehr mechanisch aus. Hui, hier durch den Wirbel. Was ist das? Ein Schalter? Oh, was? Der Stern hat mich abgeschossen. Der Stern. Oh, das war knapp. Der Stern hat mich einfach knallhart abgeschossen. Okay. Krabbenmann! Hat mir mein Schild genommen. Fängt ja wieder super an. Was wäre das gewesen? Stampfer? Da unten war was. Das nehmen wir mit. Sollen wir denn hier runter? Oh Mann, da war schon wieder so ein Stern. Ich muss auf diese Sterne aufpassen, Mann. Die sind richtig mies. Wir sollen hier runter? Wir sollen hier runter. Nein. Oh, ich hätte doch jetzt oben bleiben müssen, oder? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Meine Güte. Ja, ich weiß schon. Ich weiß schon, Tails. Ich weiß schon. Mehr Glück als Verstand gehabt. Sehr schön. Gut, wir versuchen auf jeden Fall unsere Siegesträhne hier weiterzuführen, denn bis jetzt liefen die guten alten Parts ziemlich gut, eigentlich, die letzten Parts. Ich will darüber. Kommt man da nicht mehr hoch? Okay, komme ich dann überhaupt runter? Ja, ich komme runter. Sehr gut, die letzten Parts liefen auf jeden Fall ziemlich gut. Ich habe leider nur noch 3 Leben, denn beim letzten Mal haben wir bei dem Bosskampf gegen den Eggman da im Öl total versagt, obwohl der sau easy war. Juhu, durch die Röhre. Aber wer hätte das denn auch schon sich denken können, dass das so einfach ist, wie es dann am Ende eigentlich war? Ich zumindest nicht. So, wir sammeln auf jeden Fall die ganzen Ringe mit. Denn Ringe sind Macht. Okay, was soll ich denn machen hier? Einmal hier gegen und jetzt so hoch? Jawohl. Da habe ich mir das auch vorgestellt. Ich habe echt irgendwann Angst, dass da mal so ein Abgrund kommt und dann war es das mit mir. Oh, hier diese schönen Muttern. Ah, die muss man so hochdrehen. Da ist ein Stern. Sieht er mich? Der sieht mich nicht, der Stern. Jetzt sieht er mich. Schneller, Sonic. Ach du Scheiße, ist das gemein. Ach du Scheiße, fast dagegen gefahren. Okay, wir sind hier so gesehen festgehangen. So, jetzt können wir hier abspringen. Die nächste Mutter hochdrehen hier. Ich sehe keine Gefahr. Alles gut. Ich will eigentlich unten lang, aber gut. Hier ist nochmal ein nächster Schalter. Der fährt da was aus. Ja, habe ich schon gesehen. Nächster Schalter. Was macht der? So, so. Alles schön mit Schaltern hier. Da ist die nächste Mutter. Soll ich nach oben? Jawohl. Die kann ich jetzt nicht erreichen. Das ist interessant. Jetzt muss sie anscheinend nach unten. Du musst schon vorsichtig sein. Hier waren ja eben diese Stacheln. Oh mein Gott. Okay, jetzt gehen sie wieder nach oben, oder? Hä? Nee. Hä, was? Ich geh einfach durch. Ich hab's jetzt nicht ganz gepeilt. Oh, diese verdammten Sterne, ne? Super Mario musste sammeln. Hier muss man sich vor denen fürchten. Okay. Wir lassen uns natürlich durchfallen. Sehr schön. 84. Ein Zeichen an den Darkseid? Ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Aber es wäre sehr schön, wenn wir die ganzen Münzen hier noch kriegen. Oh mein Gott, der geht jetzt hier. Oh, ja, hab ich gerade ein Glück gehabt, dass ich da irgendwie durchgekommen bin. Hab ich ein Glück. Nein! Oh mein Gott, viel zu viel. Und da oben sind noch mehr Sterne. Die machen nichts, sehr gut. Okay, fahren gerne auch bis zum Ende. Da ist Sichlor. Sichlor kann seine Arme wegschießen. Okay. Nein, nicht nach ganz unten. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Hä, warte mal, das war so ein Unendlichkeitsding. Ich bin wieder nach oben geportet worden, kann das sein? Das sieht mir aus wie das Ende der Zone. Jawohl. Coole Sache, dass wir das direkt geschafft haben. Und wir haben ein Bonusleben bekommen. Nee, Strong. Was? Ach so, Sonic, Alter. Diese Schrift, Mann, ich kann manchmal nicht lesen. Metropolis-Zone, ja, doch, hieß so. Sehr coole Sache. Gucken wir mal, ob die zweite genauso, in Klammern, einfach wird, weil einfach fand ich die gar nicht. Die war schon fordernd. Kann man da hoch? Nein. Okay, da drauf. Meine Güte. Und Tails ist direkt gestorben. Das heißt, vielleicht ist das Feuer direkt der Tod. Nein. Oh, komm, Krabbenmann. Oh mein Gott, Krabbenmann. Alter. Boah, diese Krabbenmänner, ey. Ist ja nicht mehr normal. Und Sichlor gibt uns auch eine mit. Gib mir den Ring. Nein. Ah, das ist ein neuer. Gut. Alles in Ordnung. Ah, da war was. Ich hab's genau gesehen. Nein, ein bisschen mehr. Und boosten, 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 boosten und zack. Juhu. Da-dam-da. Die Musik ist super.
Ja, die bewegen sich jetzt aber Frame für Frame. Hier die Zahnräder. Ach, ich mag sowas nicht, ne? Mit so mechanischen Stampfattacken. Und so. Oh, das war jetzt auch unvorhersehbar für mich. Keine Chance, das irgendwo zu sehen. Oh nein. Nicht da oben gegen, danke. Ah, okay. Jetzt und... Oh, der kommt da nicht drauf, Mensch. Oder muss man hier boosten? Machen wir mal. Ja, man musste boosten. Nein, ich bin gesprungen. Gut. Alles gut. Nicht alles gut. Kommt man da so hoch? Noch einmal? Nee, kommt man nicht mehr hoch. Warum ist das Ding dann da? Frage ich. Oh mein Gott. Ich will den Ring. Danke. Das konnte man jetzt auch nicht sehen, oder? Kam mir das nur so vor. Nein, ich wollte doch da hoch. Nicht so weit nach unten. Nachher fällt man hier irgendwo in den Tod. Noch eine Mutter. Die drehen wir mal nach oben. Aber wir müssen schon vorsichtig bleiben. Da kommt wieder ein Stern. Die können so direkt nach rechts können sie nicht schießen. Also immer schön so bleiben zu denen. Einfach auf gleicher Höhe. Dann scheint man sicher zu sein. Oh, was ist das? Ach, das waren die Dinger. Das klappt nicht. Jetzt. Da-da-da-dam-bam-bam. Treffe ich die Plattform? Okay, die hat mir gar nichts gebracht. Unbesiegbarkeit bringt die einem. Interessant, vielleicht lohnt sich das ja. Jetzt sind hier oben überall Stacheln oder Sterne oder sonst was. Und dann braucht man die Unbesiegbarkeit. Das ist nochmal Unbesiegbarkeit, okay. Gefällt mir eigentlich gar nicht, dass es so viel hier gibt, weil ich sehe gar keine Gefahr eigentlich. Schnell durch natürlich, wie immer. Dieser Blind Jump. Alter, Glück muss man im Leben haben. Alter Schwede, ey, das war sowas von lucky. Da sind ganz viele Sterne. Und, oh, der Kingler hier. Krabbenman hat mich wieder weggehauen. Bin ganz gut dabei, aber ich hätte ganz gerne mal jetzt einen Checkpoint. Jetzt mal ernsthaft. Krabbenmann! Nimm das! Oh, unter uns ist Lava. Aufgepasst. Wie weit fährt der runter? Okay. Alles gut. Ich glaube, die gehen einmal immer im Kreis bei den Dingern. Kann das sein? Aha, da war ein Checkpoint, oder? Ja. Nice, das ist sehr schön. Mann, 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 Mann. Die ist echt nicht kurz und nicht einfach, die Map hier. Neue Mutter. Drehen wir hoch. Ah, der kann die nach unten werfen. Oh nee, was denn jetzt? Komme ich da nochmal hoch irgendwie? Muss ich die jetzt resetten lassen? So, das reicht hoffentlich. Jawohl. Ich habe gedacht, der kann die nur gerade auswerfen, der Sichlor-Typ hier. Oh, Tails hat ihn weggehauen. Und der dreht sogar, der Tails. Coole Sache. Boah, da war noch ein Stern. Zack. Für alle, die sich wundern, warum ich die Sichlor nenne, die sehen sehr, sehr ähnlich aus wie ein Pokémon. Oh mein Gott, jetzt muss ich auch wieder auf gut Glück springen. Und da kommt gleich der Stachel. Oh. Mann, 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 die Dinger sind nicht einfach. Ja, das sieht nach Boss aus. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, da muss ich im richtigen Moment abspringen. Da kommt ein Stern, den habe ich genau gesehen. Ach, er sollte doch springen. Ich muss lenken. Normalerweise konnte er doch dann abspringen. Und springen wir eben. Oh, oh. Sternmann, lass mich einmal kurz hier durch. Oh mein Gott, noch ein Sternmann. Los, weg. Flucht nach vorn. Oh, hier kommen noch mehr Sternmänner. Nein! Oh, ich wusste... Oh nein, jetzt wurde ich getroffen. Ohne Münze. Ohne Ring jetzt hier. Aber ein Schild ist noch drin. Tails, blockieren mir bloß nicht die Sicht jetzt hier auf irgendwas. Potenzielle Gefahren, da kann man hin. Gehen wir da auch hin, ne? Gut, Ringe. Wir sind wieder einigermaßen sicher. Ach, da musste man schon wieder nach links. Nein, nach rechts. Okay, das hat überhaupt nicht geklappt. Ne, da muss man jetzt wirklich abspringen. Das klappt bloß nicht mehr. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach hinten hier. Sehen wir mal hier Speed auf und... Ne, der kann das nicht. Merkwürdig. Wie mache ich denn das am besten? Das hätte jetzt fast geklappt. Ich glaube, es muss einfach nur im richtigen Moment sein.
Jetzt ist er gesprungen. Komisch. Also ich habe das sonst auch immer gedrückt, ganz ehrlich. Aber da ist er nicht gesprungen. Ach, das kommt gar kein Boss, oder was? Naja, Akt 2 haben wir. Kommt dann jetzt Akt 3 auf einmal, oder was? Tatsächlich, Akt 3. Alles klar, wir haben nichts hinbekommen von wegen Leben oder sowas. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Muss ich da irgendwas machen? Nein. Alles auch wieder nur mechanisch. Irgendwo so ganz schöne Gebilde hier. Sowas hat bestimmt auch einen speziellen Namen, nur habe ich absolut keine Ahnung, wie das heißt. So, wieso hatten jetzt Tails den eigentlich besiegen können und ich nicht? Ich verstehe die Taktik gegen die Krebsmänner noch nicht so ganz. Mir ist schon klar, dass man gegen die Faust von denen wahrscheinlich nicht springen sollte, aber bin ich ja auch gar nicht. Okay, darunter. Bloß nicht einquetschen lassen. Ich glaube, Tails wurde gerade eingequetscht. Oh mein Gott. Einmal durch. Also bis jetzt muss ich sagen, mache ich das echt gut und bedacht hier irgendwie. So überhaupt nicht, wie ich das normalerweise machen würde, nämlich überstürzt und sterbend. Ja, geil. Kommt da nochmal ein Ring? Nein, der ist weg, oder? Da ist ein Stern, den müssen wir jetzt erstmal aktivieren. Okay. Wir haben keinen Schutz und gar nichts. Da ist noch ein Stern. Oh, hier ist eine ganze Straße voll mit Sternen. Auch nicht zu langsam darf man sein. Boah, ich habe so Angst vor jeder potenziellen Gefahr. Und jetzt kommt Tails einmal wieder von da oben. Das macht einem schon Angst. Oh mein Gott. Schnell durch, schnell durch. Da kann man drauf, glaube ich, wenn man richtig gut springt. Sieht mir zumindest aus. Musik ist super, die freut mich. Toll. Ganz viele Sterne wieder. Checkpoint. Der ging jetzt einigermaßen schnell im Gegensatz, wow. Im Gegensatz zu den anderen. Das war dumm. Das war einfach nur noch dumm. Boah, was für ein Slowdown. Oder halt, warte mal. Kann man da vielleicht auch irgendwo vielleicht hier secretmäßig rein? Nein? Nein. Man kann ja gerne noch hoffen, ne? Also, ist man da so ein extra... Da unten war was. So ein Ring oder was? Kann man gar nicht nach unten gucken mehr? Doch. Na, ich wüsste eh nicht, wie ich da hinkomme. Ach, von da jetzt nach rechts rüber. Wäre das ein extra Leben gewesen, ne? Wäre ich natürlich den Umweg gegangen, aber so nicht. Oh, ach, der Dampf kann mich treffen. Das ist jetzt noch nicht passiert. Okay, wir gehen natürlich nach oben. Nicht gegen die Stacheln, nicht gegen die Stacheln. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt hier sowas mit Fließbändern, das gefällt mir auch gar nicht. Da hat man so verkürzte Reaktionszeiten irgendwie. Nein, nein, sich nur! Ach, verdammter Mist. Habe ich das jetzt überhaupt vorhin erklärt? Ich weiß gar nicht mehr. Das ist mindestens ein Pokémon, das Sichlor. Ich habe jetzt überhaupt nicht mehr drauf geachtet. Manchmal fängt man ja solche Geschichten an und dann denkt man sich so, ja, habe ich ja jetzt fertig erzählt. Und dann, nee, nee, nee. Überhaupt nicht. Und daher, falls das der Fall war, tut's mir leid. So, da müssen wir jetzt erstmal ganz lange warten. Ja, die gehen einmal im Kreis auf jeden Fall. Jetzt müssen wir da drauf. Okay, der oben müssen wir abwarten. Jetzt, da muss man einfach... Jetzt, hallo? Nein, ich spring voll in den Stachel. Das war mir bewusst. Das war mir bewusst. Jetzt muss ich aber nur noch durchspeeden. Oh, Glück gehabt. Meine Güte. So, jetzt könnte man nochmal einen Checkpoint reinhauen, bitte. Ich will einfach auf so einem Zacken sein. Darf ich das? Danke. Gut, das klappt. Das klappt. Diesmal haben wir ihn so erwischt. Beim letzten Mal haben wir so Schaden genommen. Habe jetzt nicht wirklich den Unterschied gesehen. Haben wir gerade ein extra Leben bekommen? Wofür? Score! 100.000. Ist es jetzt... Was macht Tails denn da für Abspackungen? Ist es jetzt nur dieses Level oder war das für alles, was wir bis jetzt gemacht haben, dieser Score? Das war jetzt sowas von dumm, ne? Und ich habe die Münze nicht bekommen. Dafür musst du leiden, du da. Shit, haben wir hier irgendwo Ringe liegen lassen? Ich schätze nicht. Okay, vorsichtig nach oben. Ganz vorsichtig. Ich sehe keinen Stern bisher. Jetzt sehe ich einen. Da war noch einer da oben.
Ach komm. Okay, jetzt ist aktiviert. Ich will nicht, dass er dann auf einmal danach kommt, weißt du? Nachher kommt er sonst einfach nachträglich und dann... Okay, wir fliehen vor dem. Bitte gib mir einen Ring. Ich brauche jetzt ernsthaft, ganz, ganz dringend brauche ich einen Ring. Speed oder nicht Speed? Speed. Haha! Das war eine Scheiße. Das war, ich freue mich über die Ringe und denke mir so, haha, bin ich cool und smart. Nein, bist du nicht. Du bist ein Dummkopf. Scheiße, Mensch. Naja. Immerhin, wir haben einen Checkpoint direkt da vorm Tod gehabt. Hier kommt der Endboss wahrscheinlich. Doch was ist es? Oh mein Gott. Ja, Timing. Timing. Nimm den Ring mit. Nimm den Ring mit. Ah, er kriegt immer weniger Dinger. Kann das sein? Guck mal. Also das ist jetzt einfach auf gut Glück, ganz ehrlich. Hör, was ist das denn? Ah, seine Illusion. Los, Tails, mach du das vielleicht mal. Ah, Tails hat es nicht geschafft. Tails, nein. Nein! Oh, das ist aber auch so zufällig. Seht ihr da irgendwo ein Muster? Ich sehe gar nichts, sag mal. Scheiße. Tschüss, Tails. Bis zum nächsten Mal. Ja, da bist du ja wieder, mein Freund. Immerhin, man kriegt recht viele Ringe hier, aber... Wow, ist das gemein, ey. Also der Anfang ist richtig krass. Wie willst du das denn machen, ohne getroffen zu werden? Ja, geil. Nimm den Ring mit. Nimm den Ring auch mit. Nimm den auch mit. Ja. Mach jetzt einfach, dass Tails unter ihm durchläuft, so. Das Tails springt. Muss es irgendwie machen, dass Tails ihn angreift. Nein, der ist jetzt weg, oder? Na, ich hab ihn nochmal gekriegt. Keine Ahnung. Ich versuch gerade einfach nur noch diesen einen Ring immer zu retten. Sehr gut, Tails hat es irgendwie hingekriegt. Nein, er ist weg! Okay, nur noch ein so ein Ding. Das ist jetzt nur noch pure Glückssache. Was macht er jetzt? Ach komm, er ist doch gerade besiegt. Guckt, er war rot am Leuchten. Das ist schon genau wie bei diesem Laser-Ding einmal, wo der dann auch... Oh, nicht runterfallen. Wo der dann auch einmal so richtig lächerlich, abdancen. Wo dann so richtig lächerlich erst stirbt und ich sterbe im gleichen Moment. Und dann zählt's halt einfach nicht. Ich weiß halt nicht, wie man den besiegen soll, ernsthaft. Ich habe keine Ahnung. Jetzt hält springen! Dann. Nein, ich habe schon wieder noch einen Ring. Ich verstehe auch gar nicht, was das darstellen soll da bei ihm. Warum wirft er mit sich selber so? Tails, nimm den mit. Ja, das habe ich verloren. Ganz vergessen. Keine Ahnung, wie man das schaffen soll. Ja, ich werde getroffen von... Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, wie man den so hinkriegen soll. Letztes Leben. Sonst Game Over. Tschüss, Tails, wieder mal. Ach, meine Güte, ey. Das ist echt lächerlich. Das ist wirklich einfach nur noch lächerlich. Ich habe keine Ahnung, wie man den machen soll. Ich spring gegen den, er gibt mir immer eine mit. Wie willst du denn da auch durchkommen durch so ein Schutzschild? Guck mal, wenn du von oben drauf springst, kriegst du erst recht eine ab. Tails macht die irgendwie auch kaputt, die Dinger irgendwie. Kann nur Tails die kaputt machen? Aber jetzt hat er ihn nicht kaputt gemacht. Ich spring, jawohl. Jetzt, warte. Ah, Mist, nein. Jetzt ist der Ring schon wieder weg. Also manchmal klappt das, dass Tails einfach springt im Nachhinein und dann macht er diese Dinger kaputt. Jetzt muss es natürlich klappen. Wir haben's. Mit dem letzten Leben, meine Güte. Wir haben es. Unfassbar. Wow. Und Affen und Vögel, ihr seid befreit. Wuhu. Das war richtig lucky. Ich hätte natürlich weitergemacht und das hier nochmal hergespielt, aber wow, ey. Also so wirklich Sky Chase Zone. Oh, das geht hier direkt los. Ich würde aber sagen, an dieser Stelle machen wir auf jeden Fall den Cut. Wir fliegen hier mit in so einem Speziallevel anscheinend. Mit dem Sonic und dem Tails beim nächsten Mal durch die Gegend.
Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin sage ich Tschüss.